So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. In der letzten Folge haben wir stundenlang nach dieser Schatztruhe da gefunden. Haben stundenlang nach dieser Schatztruhe gesucht und nachdem wir sie jetzt endlich gefunden haben, weiß ich trotzdem nicht, was wir tun sollen. Tja. Ich schaue mich nochmal im Zentrum für Temporalforschung um, wenn es mir denn erlaubt wird. Ob es hier denn noch irgendwas gibt? Ihr möchtet wissen, wozu diese Kanonen? Ja, das hatten wir alles schon. Ja, danke, danke. Aha. Euch. Aha, seid ihr ein Witzbold. Was möchtet ihr denn hier schicken? Oh, schade. Na gut. Und was mache ich jetzt? Ich will irgendwie wieder zurück in meine Zeit, denke ich. Nee, hier nicht. Wo bin ich denn am Anfang gelandet? War das da unten irgendwo? Ja! Komme ich hier auch wieder zurück? Ja! Sehr schön! Wunderbar, ihr habt das Fragment der Zeit. Ich hätte im Traum nicht geglaubt, dass es sich im Inneren der Anomalie befindet. Nur ihr, Kuro, war dazu in der Lage, es dort zu finden. Ich bin so froh, euch gewählt zu haben. Wir teilen ein Schicksal? Ihr habt die 5 Fragmente des Magischschlüssels gefunden. Kommt zu mir zurück, wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Okay. Krieg ich jetzt das Ding auf? Ja, könnte das Fragment sein, nachdem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Kann ich die irgendwie aufbrechen? Oh. Xane, habt ihr auch nur die geringste Ahnung von archäologischem Protokoll? Soll ich das bloß an? Ihr habt die Truhe und ihren gesamten Inhalt zerstört. Ups. Okay, da war nichts drin. Oder wir haben den Inhalt einfach nur zerstört. Respawnt die Truhe zufällig, wenn ich da nochmal hingehe? Nur so. Der Interesse halber. Des Interesses halber, meine ich natürlich. Nein. Moment, wie viel Geld habe ich jetzt? 1400, konnte ich mir nicht noch irgendwo was kaufen? War das hier oder bei den Magi? Ich meine, das war hier, aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Lass mich nochmal nachsehen. War das der Shop? Nein. Hatten die überhaupt einen Shop? Ja, ja, lass mich hier aus. Achso, oder war das da hinten? Nein, das da hinten war nicht der Shop, oder? Aha. Nein. Dann lass mich nochmal da runter. Habe ich hier eigentlich alle Karten, wenn ich gerade schon mal dabei bin? Nein, mir fehlen noch 2 Karten. Oh, da oben? Oh, okay. Hä? Okay. Kleine Herausforderung gefällt dir? Ah, oh, okay. Viel Glück. Was mache ich jetzt? Ah. Sowas, okay. Kann ich das irgendwie aufladen? Ich kann nur X sehen. Ach, ich kann das gedrückt halten. Ich glaube, ich sollte das lieber mit China machen. Hilfe! Sobald es mir zu viele Gegner werden, kann ich einfach draufhauen. Also, jetzt zum Beispiel. Habe ich jetzt schon 4 Stinger? Nein. Doch. Aber ich bin gleich tot. Das ist unschön. Jetzt bin ich zum Beispiel tot. Oh, abgestürzt. Also nochmal. Ja, 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 ich will die Karte. Das machen wir. Ist außerdem schon lange her, dass wir das gemacht haben.
Aha, jetzt funktioniert's doch. Gerade wollen wollte es irgendwie nicht. Naja. Oh, die Lebensenergie wäre nicht schlecht. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal schon den Kritikpunkt, dass man die Geschosse von diesen Viechern kaum sieht? Das ist nämlich immer noch so. Falls sie das hatte. Falls nicht, das ist übrigens so. Na, jetzt doch schon. Ja, verdammt. Okay, jetzt hau mal rein. Dankeschön. Das ist ganz praktisch an der Stelle. Drei. Hilfe. Ah, was passiert hier? Weißt du, dass ich gleich wieder tot bin? Ein bisschen Lebensenergie wäre nicht schlecht. Oh Gott. Okay, ich lebe noch. Warum das? Ja, mach du das nochmal, China. Lebensenergie. Nein, dann halt nicht. Verdammt. Das Teil musste ich ja jetzt nochmal rammen. Oh, oh. Okay, ich lebe. Noch. Gott. Hilfe. Sollte nochmal Fina. Nein. Na gut, jetzt hat sie das dann auch erledigt. Nein! Verdammt! So knapp! Oh, ich muss das auf einmal schaffen. Warum? Okay, wenn ich es einfach schnell erledige, dann habe ich eine bessere Chance auf mehr solche Mehrfachdinger. Nein? Okay. Gut, dann machen wir das halt nochmal so. Ausweichen, danke. Und auf das Ding da oben schießen. So, schießen und ausweichen. Schießen und ausweichen. Hilfe, wie soll ich denn? Das erscheint mir ein kleines bisschen schwierig. Okay. Gut. Bin wieder fast voll geheilt.
Okay, ich lebe immer noch. Wie kann das sein? Sogar mit voller Lebensenergie. Und ich habe gleich ein Level-Up, wie es aussieht. Ah, okay. Dann halt jetzt. Level up, dankeschön. Was? Das war jetzt ziemlich nutzlos. Das war jetzt echt ziemlich nutzlos. Mist. Huch. Warum hat Fina jetzt wieder das gemacht? Ich wollte eigentlich übrigens gar nicht loslassen, das war aus Versehen. Dass jemand denkt, dass ich jetzt Fina an so einer unnützen Stelle angesetzt habe. Okay, jetzt erscheint es mir gar nicht mehr so unnütz. Ich bin gleich wieder tot. Ach, verdammt. So knapp. So knapp. Wenn das nicht erstmal wieder so ewig dauern würde. Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. So, jetzt. Hey, Hilfe! Ich habe immer noch den Überblick verloren, was hier was ist. Hilfe! Man kann einfach nicht erkennen, was die Teile schießen. Und wo die Geschosse sind. Oh. So. Von hier aus sollte mich jetzt aber nichts treffen, außer diese zwei Riesenteile. Wo bin ich? Da bin ich. Nein! Mist, ich hab das Mehrfachteil verpasst. Oh, dafür kriege ich hier noch eins. Auch nicht schlecht. Trotzdem bin ich gleich wieder tot. Okay, einfach ausweichen und schießen. Scheißegal, wo ich hinschieße, Hauptsache ausweichen. Gott sei Dank, ich hab's überlebt. Okay, ich glaube, es ist wirklich besser, wenn man nicht auf die Gegner zieht, sondern einfach nur auf die Kugeln achtet, die schießt und versucht aus... Ups, das war aus Versehen. Verdammt. Und versucht auszuweichen. Wenn man versucht zu zielen, wird man automatisch getroffen, weil man nicht mehr darauf achtet, was Geschosse sind und was nicht. Oder weil man es nicht mehr erkennen kann. In der Zeit. Nein, Mist.
Hilfe! Nicht schon wieder! Oh. Das macht mich ein kleines bisschen aggressiv. Aber nur ein kleines bisschen. Das wird schon wieder. Und es tut mir leid, dass ich so still bin, aber ich muss mich einfach konzentrieren. Sonst wird das hier noch 2 Folgen dauern. So. Nicht getroffen, ein Wunder. Mist. Nein, schon wieder. Nein, nochmal. Okay, jetzt wird es wieder gefährlich. Das sieht jetzt ganz gut aus, tatsächlich. Ja. Okay. Das wird sonst nichts mehr. Ich bin gleich wieder tot. Nein. Okay. Lebe wieder. Ein Wunder. Ich glaube, so weit war ich bisher noch nie, oder? Mist, was hat mich jetzt getroffen? Ich habe nicht gesehen. Was das? Sag wieder, dass es das war. Nein, das war es noch nicht. Oh Gott. Okay. Fina! Fina, mach du das! Nein! Warum? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich war so kurz davor. Okay, ich muss direkt nach links, sonst werde ich getroffen, glaube ich. Aber nicht zu weit nach links.
Ich glaube, ich wurde trotzdem getroffen. Ach, was weiß ich. Okay, ich muss mir auf jeden Fall merken, dass ich mir Fina bis zu diesem einen Moment dann aufsparen muss dann. Weil das war echt mies. Die muss ich alle auf einmal wegklatschen. Dann können sie mich hoffentlich nicht umbringen, wenn ich noch genug Lebensenergie habe. Weil ich ja immer kurz für einen Moment immun bin, nachdem ich getroffen wurde. Das wäre sonst noch schöner. Mist. Okay, jetzt einmal und dann danach hoffentlich nicht mehr. Bis zu diesem Moment dann. Oder war das das hier? Nein, das war noch nicht hier. Nein, das war nicht hier. Da hat vorher kurz die Musik ausgesetzt. Ich darf mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Verdammt, so viel dazu. Okay, Finas Attacke lädt immerhin schon wieder. Nein, verpasst. Verdammt. Okay, gut. Sobald die ganzen Viecher da sind, waren das alle? Jetzt waren es, glaube ich, alle. Okay. Tot. Ich hab's überlebt. Gar nicht übel für den Anfang. Da, für euch. Ach, Gott sei Dank. Gefunden, Saksu. Und jetzt stimmt nicht mal der Bildausschnitt. Kommt später wieder. Ich habe noch eine Herausforderung für euch. Okay. Dann geben wir das gleich in der nächsten Folge an. Jetzt habe ich schon kurz Übung. Naja, wir werden uns dann wieder sehen. Bis dahin. Tschüss.